Moin ihr wunderbare Menschen des Interwebs, ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu meinem Assassin's Creed 2 Let's Play. Wir wollten uns um die nächste Mission hier kümmern. Ein Wolf im Schafspelz, verhindern, dass die Verschwörer die Medici-Familie angreifen. Francesco de Bazzi finden. There's Lorenzo and his wife. There's Giuliano, Lorenzo's brother. Where is Francesco? There he is. And to strike. Crepa! Traditore! Giuliano! No! No! In nome di Dio! Vi scongiuro, pietà! Nessuno ha pietà! Cane, maledetto! Muori! 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 Your day is done, Lorenzo! Your entire family dies by my sword! Ja, nicht, wenn wir dann noch ein Wörtchen mitzureden haben, mein Freund. Ja, wir müssen gucken, dass wir uns zuerst hier um die kümmern, die... Junge, Junge! Ja. Ja. ich wollte sagen, dass wir uns zuerst um die kümmern, die Medici angreifen, weil... Lorenzo angreifen. Weil der kann hier natürlich auch sterben, ist ja klar. You saved my life. It's nothing. But the man who did this to you has to pay. Not now. I need help first. To my home. People I trust. Can you...
Seguimi. I'm losing a lot of blood. Hang on, signore. I'm moving as fast as I can. He's a murderer! Francesco De Pazzi! I'll kill him. I'll wipe his entire family from the city. They'll be erased! Rientratevi, signore. Conserve your energy, or I'll be delivering a corpse. We're almost there now. Lorenzo has been wounded! Aprite la porta! What's the password? Poliziano, open the maledetta porta! By the thrice greatest, come in, quickly! The city is at war! Hurry! Wait. I am in your debt. Tell me, why did you help me? You are not the only one who lost a brother to De Pazzi. My name is Ezio Auditore. Ah. You're Giovanni's son. Your father was a good man. He understood honor, loyalty. The Pazzi thugs are storming the Palazzo della Signoria. We cannot hold them off much longer. No. If they get inside, they'll murder our supporters and put their own devils in power. Then my survival would mean nothing. I have to... Francesco De Pazzi. Help save our city, Auditore. Kill him. Mit großem Vergnügen werden wir das tun. Signori, I saw Francesco lead a battalion around the back of the Palazzo della Signoria. I fear he may be seeking another way in. Go, before it's too late. Do what you can! Leb wohl, Francesco. Francesco De Pazzi finden und töten. Wird erledigt. Wir werden ihn mit Freuden mit seinem Sohn wieder vereinigen. Denn auch er hat Anteilnahme an dem Tod unserer Brüder und unseres Vaters. Wo genau ist das denn? Auch hier ganz normal über die Straßen hinlaufen erstmal. Geht mir mal aus der Sonne hier. Thank you.
dead! Men, slaughter him! Dich komme ich auch noch holen, mein Freund. Ich bin der Henker. So, jetzt hat er es endlich. Genau, flieh. Flieh, bevor es zu spät ist. Das sind Wachen, ey. Die kämpfen bis zum bitteren Ende, du. Ich möchte mir noch ganz kurz mal hier die... Ich hasse dich jetzt hier. Die Feder holen. Dass mir das jedes Mal passieren muss. Genau, spring runter, spring runter. Das ist die richtige Entscheidung. Dann bin ich dich erstmal los. No one's coming. It's just us now. Maledetto che il diavolo ti porti! Stammi lontano! Was ein Trottel. Ich vertraue dir, Ezio. Missbrauch es nicht. Komm zurück, mein Freund. Wir sind noch nicht fertig miteinander. Ah, scheiße. Ich wollte einen Attentat verüben, ging nicht. Komm, spring. Nicht, du sollst springen. Ach, Ezio, jetzt komm, stell dich doch nicht gar so bescheuert an. Wieso? Ey, ich verstehe dieses Spiel manchmal nicht. Ich verstehe es nicht. Ich habe jetzt auch keine Medizin mehr dabei. Ey. Dieses Klettersystem ist manchmal einfach so hardcore für einen Arsch. Das kann man anders schon. Das. Wirklich, du kannst es anders nicht sagen. Es ist teilweise einfach echt für einen Arsch und so unausgereift. Das ärgert mich halt manchmal. Das ist halt so. Finde ich manchmal sehr, sehr schade.
Aber nichtsdestotrotz liebe ich diese Reihe, auch wenn halt mein Ezio manchmal da hinspringt, wo er nicht hinspringen soll, aber ansonsten alles gut. Na komm, kletter schneller hier. Oh, what? Also Ezio, was war das denn für ein Wurf? Das war jetzt aber wirklich enttäuschend, du. Oh, jetzt aber. Halleluja, ey. Einmal durch ganz Florenz und zurück, ey. Now Firenze will judge you for what you've done. It's over. It's all over. Meglio essere felici in questa vita e aspirare a esserlo nella prossima. Requiescat in pace. Lebul Francesco, wunderbar. Und man hat sehr gut erkennen können, wie er Francesco getötet hat. Das war wirklich die Tat des Assassinen. Und Vieri hatte er wirklich so rachsüchtig abgeschlachtet. Und da konnte man sehr, sehr gut diesen Unterschied sehen, wie sich Ezio bereits weiterentwickelt hat. When I was 6 years old, I fell into the Arno. I soon found myself drifting down and into darkness. Certain my life was at an end. Instead, I woke to the sound of my mother weeping. At her side stood a stranger, soaking and smiling at me. My mother explained that he had saved me. And so began a long and prosperous relationship between two families. Yours and mine. I am sorry I could not save your father and brothers. You have nothing to apologize for. I believe Jacopo de Pazzi played a part in their deaths. They attack on you as well. I need to find him. That coward fled before we could arrest him. Have you any leads? No. They've hidden themselves well. They? Jacopo was not the only conspirator to escape. If they work with Jacopo, they were surely involved in the plot against my family as well.
Give me their names. Antonio Maffei, Archbishop Francesco Salviati, Stefano da Bagnone, and Bernardo Baroncelli. Bene. I will go and see my uncle. He has men stationed in the countryside. Wait. Before you go. A codex page. I took it from the files of Francesco de Pazzi, seeing as he clearly no longer needs it. I've always had an interest in things of antiquity. As did your father. It is meaningful to me as well. Then consider it a gift. Che il Signore ci protegga. Wunderbar. Vier am Boden, synchronisiert. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo Leonardo ist, weil wir können jetzt nämlich die Codex-Seite entschlüsseln lassen, bevor wir wieder zurückgehen. Oh, müssen wir sogar. Wir müssen sogar zu Leonardo. Attentatsmissionen sind jetzt bei mehreren Taubenschlägen. I've marked the Palazzo Medici on your map. In order to achieve 100% sync with Ezio's life, you should go exploring. Und sobald wir in Monte Regioni angekommen sind, können wir uns auch mal nach besserer Rüstung umgucken und nach weiteren Upgrades für die Stadt. Ezio, thank God you're all right. This madness with the Medici and the Pazzi, is this why you pursued Francesco? Not exactly. Well, whatever your reasons, the city is safe again thanks to you. Now tell me, how may I be of service? Ah, another page. Aha, it's a similar cipher to the last one. This won't take long. Interesting. Indeed. I see. It's another blade design for delivering poison. Can you build it? See, it won't take very long. I just need to find a way to hollow out the blade without sacrificing the... It's all right, Leonardo. Just do what you need to do. All done. I filled your blade with a bit of poison to start with. Should you run out, just visit a doctor. Poison? From a doctor? In high enough doses, that which cures can kill. I am in your debt once more, my friend. Anytime, Ezio. Anytime. Eine Klinge mit Biss. Gut, so, jetzt müssen wir, glaube ich, zurück nach Monte Regioni. Ja, genau so schaut's aus. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Das ist ein Templerversteck. Wir hätten jetzt hier noch ein Assassinengrab. Aber ich denke, wir werden erstmal zurück nach Monte Regioni gehen. Da möchte ich noch ein paar Upgrades machen, bevor wir den Part beenden. Und vielleicht noch ein bisschen Ausrüstung kaufen. Müssen wir mal gucken. So, wunderbar.
So, jetzt gucken wir noch einmal mit den... Salute, Ser Ezio. Shall we take a look at the list? Upgrades hier. So. Nee, ich glaube, ich kümmere mich erstmal darum, die Sachen hier wieder zu eröffnen, die zu eröffnen sind. So, und ich denke mal, wir nehmen hier noch den Arzt mit. Buon viaggio! Und dann reicht das auch erstmal. Sehr schön. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz zum Schmied und zum Arzt, um uns ein bisschen aufzustocken. Das kann auch nie schaden. So, Munition, Wurfmesser. Und zwar bräuchten wir hier erstmal wieder 10 Stück. So. Und dann sind wir jetzt auch pleite. Wunderbar. So, mal ganz kurz gucken, ob ich mir noch wenigstens ein bisschen Medizin kaufen kann. Ah, ist voll. Ist auch voll. Gut, wunderbar. Dann passt das, ja? Aber so ein bisschen aufstocken, immer ein bisschen aufrüsten, das kann auch nicht schaden. Das möchte ich auch immer regelmäßig tun. Aber mir ist es auch wichtig, Monteregioni aufzuwerten, denn umso höher der Wert der Stadt, desto mehr Geld verdienen wir auch im Nachhinein damit. Und dann sollten wir irgendwann auch keine Geldsorgen mehr haben mit Ezio. Ezio! Come in, come in! To what do we owe the honor? So. Ja. Nee. Um das Rätsel kümmern wir uns dann erst, wenn wir alle Codex-Seiten da dran haben. Das hat auch, ich glaube wirklich tatsächlich, wo ich das erste Mal gespielt habe, hat das auch 500 Jahre gedauert. Nee, das machen wir erst, wenn wir alle haben. 13 haben wir ja schon mal von 30. Ist ja nicht schlecht, schon mal fast die Hälfte. Und bevor wir jetzt hier mit Super Mario reden, mache ich einen Cut und würde sagen, wir hören uns sehr, sehr gerne im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.